In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. About your lovers, how many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, 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 let's go! And I don't wanna hear about your crew, there's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, 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 let's go! Turn back time, do it over again. Just turn back time, do it over again. We need to turn back time, do it over again. I know you know. Und gerade im Aquarium ist es aber so stickig, dass wir jetzt rausgehen und dann uns die größeren Tiere ansehen. Ne, Lina? Ja. Lina freut sich schon. Ne? Wow, Lina, das machst du ganz toll. Lina? Lina? Guten Morgen, ihr Lieben. Wir
haben jetzt, glaube ich, 6.30 Uhr. Ich habe mich fertig gemacht. Dina wird heute an der Hand gesäubert, unter Narkose. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Krankenhaus und Nina ist gerade in einem Spielraum. Hier ist es so, so schön. Hier gibt es so viele Spielzeuge. Schaut mal. Hier ist ein Einkaufsladen, da sind zwei Babybetten. So schön. Küche? Ja, Nina. Richtig schön. Hier sind so viele Pferde. Und da sind ganz viele Spielzeuge, Bücher, voll, komplett voll. Ja, Baba ist was trinken gegangen, ne? So, wir gehen jetzt aufs Zimmer. Nina, und wir warten jetzt seit wie vielen Stunden? Seit 7 Uhr sind wir hier. Bah, guck mal, wie ich klappt. 11.34 Uhr. Bah, Ohrenschmalz. Scheiße. genau, wir warten jetzt immer noch. Steckt doch in meinen Nase rein. Aber Schatz, ich hab hier keinen Platz hinten. Auch so ganz so klein. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ins Zimmer. Nenn ihn ruhig. Ramsamsam. Und Ninas Verband ist ein bisschen aufgegangen. Scheiße. Ach so, Schatz, die OP ist da. Komm mal. Guck mal, hier operieren die. Da siehst du, OP kein Zutritt. Guck mal, die warten auch. Boah, scheiße. Dürfen wir nicht mit Lena rein? Bist du Banane? Ja, das ist der Lappen. Ja. Lena Bannerberg? Du bist besoffen geworden. Lena? Sag was? Anne? Anne, ne? Anne? Haka? Ja, Jente. Panamak? Sollen wir später zu McDonald's? Ja. Ja, hast du ja? Was willst du denn haben? Happy Meal? Ma. Ja, Chicken Nugget, Mayonnaise, Pommes, Vegetarian. Ja. Was ist das denn? Eier. Eier? Ja. Ah, Elsa. Mütze. Wow. Soll ich aufmachen? Guck mal, Nina, wo da deine warm ist. Wow! Nein! Nein? Nein, okay. Und das?
Ah, eine Nase. Doch nicht. Und das? Fa-da-da-da. Ja? Ja. Ja, okay. Willst du jetzt essen? Sollen wir Elsa spielen? Okay. Halt mal fest. Wo bin ich drüber, dass du? Komm mit heute bei dir. So, ihr Lieben, Lina geht es jetzt etwas besser. Sie ist aufgewacht, ist jetzt gerade. Und Walter ist gerade zu McDonald's gefahren und holt uns was zu essen. Ich bin am Arsch. Ich habe so viel geweint. Ja. Aber ihr geht's jetzt gut und meine Mama kommt auch gleich. Ja. Berlin euch. Bin er weg? Hallo. Ja, du isst jetzt gerade, ne? Lecker. Hey ihr Lieben, Lina schläft gerade neben mir und unsere Nachbarin, also Zimmernachbarin, ist jetzt weg. Sie ist draußen Kaffee trinken und ihre Kleine schläft. Die OP ist sehr, sehr gut verlaufen. Linas Hand ist jetzt gereinigt worden unter Narkose. Sie schläft jetzt, hat 3-mal Schmerzmittel bekommen, weil sie den Tropfen nicht haben wollte. Also sie ist die ganze Zeit rumgerannt und dann ist das Blut hochgestiegen und das bringt ja nichts. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt bis Donnerstag hier bleiben. Donnerstag wird nochmal der Verband gewechselt und danach dürfen wir nach Hause. Aber der ist jetzt zu Hause, der schläft jetzt und kommt dann morgen um 7 Uhr, 8 Uhr hier hin. Ich muss jetzt auch schlafen. Weil um 7 Uhr müssen wir schon wach sein und um 7.30 Uhr müssen wir die Betten abgeben. Ja, war ein sehr stressiger Tag. Vor allem ist Lina erst 2 Stunden nach der OP aufgewacht, 2-3 Stunden später. Und ja, ich habe sehr, sehr viel geweint heute. Aber das Wichtigste ist, es geht ihr jetzt gut und klar hat sie Schmerzen. Aber sie schläft jetzt. Ich hoffe, bis morgen sind die Schmerzen weg. Ja, du hast die kleine Maus. Ihr Bett ist übrigens da, aber sie schläft ja immer neben mir, das wisst ihr. Meine Mama war auch da, meine Freundin kommt morgen. Und ja, ansonsten wollte meine Mutter morgen Mante mitbringen. Dina liebt ja Mante und Dorma. Naja, ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt schlafen. Ich bin total kaputt. So, ihr Lieben, ist schon der nächste Tag. Wir sind jetzt immer noch hier. Die Nacht war sehr, sehr schlimm. Und das ist jetzt Linas letztes Essen. Dann gehen wir auch. Die haben uns jetzt doch nach Hause geschickt, weil Lina die ganze Zeit rumrennt und das dann nichts bringt. Sie soll sich dann lieber zu Hause ausruhen. Ne, Linosch? Ja, erstmal weiter. Wir haben schon die Sachen gepackt. Da. Lina, sollen wir nach Hause? Okay. Schatz, willst du was sagen? Ja. Willst du was sagen? Ja, die Ärzte sind scheiße hier. Also die Schwestern. Die Schwestern? Ja, die wollen, dass wir die Lina an... Die wollen mir beibringen, wie ich mein Kind erziehe, oder? Alter. Also die wollen, dass wir Lina die ganze Zeit hier im Bett halten. Das geht aber leider nicht. Deswegen fahren wir jetzt lieber nach Hause. Hat sie nicht so viel Auslauf. Kann sich ausruhen. Ne, Linosch? Sein Kind, die kennt keine Schmerzen, normal. Wenn sie immer noch laufen. Ach, so, jetzt springt sie.
Na, Björn? Willst du nicht mehr essen? Was denn? Vorsicht, ja? Ich will raus. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon der nächste Tag. Ich muss die Küche aufräumen. Audrey hatte gestern gekocht und hier sieht es aus wie Sau. Ja, ich räume jetzt auf. Da müssen wir halt zum türkischen Konsulat. Willst du von da was? Komm, 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 nimm was aus deiner Tüte, gell? Ja, und ich wollte euch ja was zu der OP noch erzählen. Das mache ich aber gleich. Ich muss erstmal hier aufräumen, weil wir müssen schon in 2 Stunden los. Und ich muss noch das Badezimmer sauber machen. Und ja, weil wir uns die letzten Tage nur um Lena gekümmert haben, muss das jetzt sein. Und Audrey hat halt heute und morgen, glaube ich, noch. Nee, heute noch frei. Dann machen wir das jetzt. Und räumen auf. Ich muss auch noch das Wohnzimmer aufräumen, weil wir heute im Wohnzimmer geschlafen haben, weil Lena total Schmerzen hatte. Hallo, ihr Lieben. Wir sitzen jetzt in der Bahn und fahren zum türkischen Konsulat. Damit Lena ein bisschen frische Luft bekommt und auch müde wird von der frischen Luft. Sie hat jetzt was von McDonald's bekommen. Das ist der Herr. Der braucht sein Visum. Ja, wir müssen jetzt 36 Minuten fahren. Und schaut mal, wie schön knallt es. Das Auto wäre 10 Minuten da. Ja, ne, mit dem Auto wäre es schneller, aber egal. Da ist der Kölner Dom, da. So, ich finde, am Abend sieht Köln schöner aus, ne? Aber so. Hallo, hallo. Schmeckt's dir? Mir geht's schon ein bisschen besser. So, ihr Lieben, ich wollte ja wegen Ninas OP einige Sachen erzählen. Warum sie jetzt operiert worden ist unter Narkose und bla bla blub. Also, Lina hat sich ja die komplette Hand verbrannt. Also hier die Innenhandfläche und die 4 Fingerspitzen außer den Daumen. Ja, als wir das erste Mal beim Arzt waren, meinte er, er will eine LDI-Messung machen unter Narkose, wenn das nicht besser wird, weil 2 Stellen... Moment, ich muss euch das mal zeigen. Moment, so. Hier diese 2 Stellen, da war es unter der geschnittenen Haut. Die haben ja die tote Haut abgeschnitten von Nina, waren weiße Stellen. Aber er meinte, man sieht eine Durchblutung, das sieht schon mal gut aus. Das heißt, wir müssen keine Narkose machen. Dann meint er, kommen Sie aber Montag nochmal hier hin. Und dann gucken wir nochmal drauf. Und dann ist der Chefarzt auch gekommen am Montag mit dem anderen Arzt zusammen. Der meinte dann, wir müssen Lenas komplette Hand säubern, also die tote Haut wegschneiden, wegspachteln. Keine Ahnung, was sie da machen wollten. Aber das geht nur unter Narkose, weil wenn wir das so machen, sind das viel zu viele Schmerzen, das hält sie gar nicht aus und das wäre ein Trauma für ein 2-jähriges Kind. Ja, als ich Narkose gehört habe, habe ich natürlich total Angst bekommen. Also man hört ja voll viele Geschichten und das ist ja Risiko und Lina war krank. Sie hatte verschleimten Husten und dann waren wir oben beim Narkosearzt und der hat uns gesagt, Lina hat natürlich jetzt höheren Risiko, weil sie keine Luft bekommt. Man muss das aber trotzdem machen, weil das eine Not-OP ist. Ja, dann meinten die, am Dienstag um 7.30 Uhr müssen sie hier sein. Dann gehen sie direkt zur Station A4 und warten dann dort, bis sie halt, ne, bis Lina ihre Sachen bekommt. Dann waren wir da um 7.30 Uhr. Wir haben echt lange gewartet. Lina durfte auch nichts essen und trinken. Und dann meinten die zu uns, Lina darf jetzt doch bis 9 Uhr was trinken, weil die OP ungefähr um 11 Uhr beginnt. Sie hatte aber natürlich trotzdem... Ja, das ist dein Verband, ne? Sie hatte dann natürlich trotzdem Hunger. Dann haben wir sie versucht abzulenken. In der Kinderklinik gibt es unten einen Spieleraum. Das haben wir im Gleiche. Gibt es unten einen Spieleraum und wir sind dann dahin gegangen bis 11 Uhr. Und dann ist die Ärztin gekommen, hat hier auf den Handrücken von Lina eine Creme gemacht und darauf dann irgendwas geklebt, damit es nicht allzu sehr wehtut, wenn die halt, ne, die Nadel da reinbekommt. Ja, und danach hat sie auch, glaube ich, 20 Minuten später Lina diesen Saft gegeben, damit sie ein bisschen benebelt ist.
Das habt ihr ja auch gesehen. Ja, da wussten wir schon, okay, jetzt wird's langsam ernst. Oh, ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen. Da kommt wieder alles hoch. Moment. Was denn? So, willst du das haben? So. Genau, und dann ging das so eine halbe Stunde, dass Lena dann bei uns noch im Bett lag. Wir haben sie dann natürlich vom Schlaf aufgeweckt. Sie war total müde. Also die Krankenschwester meinte auch, ihre Tochter ist total müde, das ist eigentlich gut. Und dann sind wir zur OP gefahren, also zum OP-Saal. Die meinten dann, sie müssen jetzt draußen bleiben und nicht hier vorwarten. Jetzt weiß ich auch warum, weil nachdem Lena fertig war... Moment, Leute. Nachdem Lena fertig war und ein anderes Kind reingerufen worden ist, habe ich gehört, wie das Kind sowas von geschrien hat, obwohl sie auch benebelt war wegen hier. Die mussten ja die Ader suchen. Ja, dann sind wir halt rein. Also sind wir jetzt zur Narkose und ich habe so angefangen zu weinen. Also nachdem die Lena jetzt mit reingenommen haben und wir draußen warten mussten. Das ist echt das Schlimmste, was es gibt. Und ich wünsche das nicht mal meinem Feind. Aber ich verstehe trotzdem Leute nicht, die immer, die schreiben, was für Narkose ist doch nichts Großartiges. Wenn Audel mir das erlaubt, versuche ich im nächsten Video Bilder einzublenden, wie das aussah und wie das jetzt aussieht. Das ist, Leute, das ist Verbrennungen, nicht ersten Grades, sondern zweiten Grades. Das ist schon tief. Die haben Haut aufgeschnitten von Lena. Ich will gar nicht wissen, wenn bei uns was brennt, wenn wir an heißes Wasser oder so kommen oder an ein Bügeleisen kurz aufstoßen. Das tut sowas von weh. Und stellt euch vor, ein kleines Kind die komplette Hand. Und sie muss die ganze Zeit die Hand so halten. Die darf nicht mal... Wisst ihr, wie ich meine? Ja, dann hat die OP eine Stunde gedauert. Dann meint die Ärztin, alles gut verlaufen. So scheiße, ne? Da kommt wieder alles hoch, aber ich will euch das erzählen. So, ihr Lieben, Lena wollte kurz was haben. Ich habe ihr das jetzt gegeben. Ja, dann meinte sie, einer von euch darf jetzt rein. Und sobald ich Lena gesehen habe, dass sie da so liegt, einfach klar, dass es, sie war am Schlafen, aber du siehst, dein Kind ist an Geräten dran und du hörst dieses ganze Piepsen. Das war so schlimm für mich. Die Frau meint dann auch zu mir, wollen sie lieber tauschen, dass hier mal reinkommt. Oh Gott. Ja, dann habe ich gesagt, nein, ich will bei meiner Tochter bleiben. 45 Minuten später war sie dann immer noch nicht wach. Dann haben die aber gesagt, komm, sie können jetzt aufs Zimmer gehen, damit ihr Mann auch ihre Tochter sieht. Dann sind wir halt aufs Zimmer und... Da hat sie wieder weiter geschlafen. Ich glaube, insgesamt zweieinhalb Stunden hat sie geschlafen. Dann ist sie aufgewacht langsam und ja, sie hat die ganze Zeit eine Infusion bekommen. Also sie hatte so einen Tropf dran. Und dann, sobald sie aufgewacht ist, wollte sie natürlich was trinken. Und dann ist auch sehr schnell zu Mc's gefahren, sie ablenken, damit sie von McDonald's was essen kann. Dann war auch alles gut erstmal, solange sie diesen Tropf bekommen hat. Warte, ich gebe dir das andere, gell, üben wir den. Ja, solange dieser Tropf dran war, war auch alles gut. Aber dann wollte sie den Tropf nicht mehr und die ganze Zeit ist Blut nach oben geschossen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Da hat die Krankenschwester gesagt, ja, sie müssen das so und so halten. Sie hat uns auch total angefaucht und ich habe ihr dann gesagt, ich kann doch nicht mein Kind ans Bett fesseln. Sie will die ganze Zeit auf unserem Schoß und was soll ich denn machen? Soll ich ihr ein Handy in die Hand klatschen, damit die ganze Zeit sitzt und sich mit diesen Sachen beschäftigt? Meinte sie, ja, ihr Kind muss ruhig bleiben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie soll ein zweijähriges Kind ruhig bleiben? Sie wurde gerade operiert, sie will die ganze Zeit auf den Schoß. Ein Kind kann nicht in so einem Bett liegen, vor allem nicht in einem Bett, was Gittern hat, wenn sie die ganze Zeit bei uns schläft.
Ja, und dann ist die Krankenschwester auch rausgegangen. Und dann ging das halt die ganze Zeit so weiter, dass Lina weiterhin geweint hat. Sie wollte halt diesen Tropf nicht. Dann meinte die Krankenschwester, wir können das abmachen und mit Medikamenten versuchen. Aber ich kann ihnen nichts versprechen. Dann dachte ich mir, komm, wir versuchen das mal mit den Medikamenten. Entweder es klappt und wenn nicht, dann machen wir wieder diesen Tropf dran. Ja, dann haben wir das abgemacht. War auch alles gut, weil sie hat direkt Ibuprofen bekommen. In der Nacht wurde das ganz schlimm. Sie ist dann, hat um 20 Uhr Ibuprofen bekommen und um 23 Uhr ist sie dann um 21 Uhr ist sie eingeschlafen und um 11.30 Uhr ist sie wieder aufgewacht. Aber sowas von aufgewacht, als ob sie einen Albtraum hätte. Und sie will die ganze Zeit die Kamera. Komm, komm, ich gebe dir was anderes, komm. Ja, sie ist dann aufgewacht, als ob sie einen Albtraum hätte und hat total geweint. Und hat die ganze Zeit auf ihre Hand so gedrückt, auf die andere Hand. Ja, dann hat Nina ein sehr, sehr starkes Schmerzmittel bekommen. Sie meinte auf jeden Fall, dass das sehr, sehr stark ist für ein kleines Kind. Aber dass das halt hilft. Willst du das essen? No. No. Was willst du essen? Ein Ei? Ja, und dann tut mir leid, Leute, ich unterspreche euch die ganze Zeit, aber Lina wollte ein Ei. Ja, auf jeden Fall hat sie dann wieder ein Schmerzmittel bekommen. Dann bin ich durch die Gänge mit ihr gerannt, weil ich nicht wollte, dass wir unsere Zimmernachbarn stören. Ihr Kind war auch ein Jahr alt, glaube ich, und das Kind war am Schlafen. Ich wollte die halt nicht stören. Ja, dann sind wir halt raus, ein bisschen spazieren gegangen. Dann ist sie auch wieder eingeschlafen um 12. Und dann, Nina, nicht in den Mund. Da. Warte, ich mach dir das auf, ja? Ja, dann sind wir eingeschlafen mit Lina zusammen. Ich war auch total fix und fertig, ne? Aber der war dann auch schon zu Hause, war auch am Schlafen. Und dann um 4.30 Uhr ist Lina wieder aufgewacht mit Schmerzen. Dann hat sie, ich muss sagen, die Dame, die nachts gearbeitet hat, die Krankenschwester, war total lieb. Aber die mittags, die war schon so schlimm, ey. Ich wünschte, sie hätten getauscht. Nee, sorry. Sie hat erstmal Ibuprofen bekommen. Ibuprofen hat nicht geholfen, deswegen hat sie nochmal den starken bekommen, also zwei auf einmal. Ja, und danach hat sie nicht mehr geschlafen. Seit 4.30 Uhr waren wir dann wach. Also wir haben ungefähr 4 Stunden geschlafen insgesamt. Und ja, dann ist auch Audel um 7.30 Uhr, 8 Uhr gekommen. Das Problem war, die Krankenschwester hat uns verpetzt, ne? Dass Lina angeblich total tobt und rumläuft. Und ich habe dann, also als sie zur Visite gekommen sind, ist die Kinderärztin gekommen. Oder die Chefärztin, keine Ahnung, wer das war. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, was soll ich denn machen? Soll ich mein Kind ans Bett fesseln? Was raten Sie mir, was ich machen soll? Dann mache ich das. Dann meinte sie, ja, ihr Kind kann nicht die ganze Zeit toben. Dann habe ich gesagt, das ist kein einjähriges Kind, was nicht laufen kann. Natürlich will sie rumtoben. Ich versuche ja mein Bestes, aber wenn sie spazieren will, will sie spazieren. Ja, und die haben mich so genervt. Dann meinte sie, ja, wenn sie wollen, können sie nach Hause gehen. Ich will sie, soll sich jetzt nicht so anhören, als ob ich sie wegschicken wollen würde. Dann habe ich gesagt, doch, genau, das wollen sie. Und dann habe ich gesagt, wir überlegen uns das, dann melden wir uns nochmal bei euch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Wenn was ist, dann fahren wir ins Krankenhaus. Weil, ich weiß nicht, wir haben uns einfach nicht angekommen gefühlt in dem Krankenhaus. Das Einzige, was mir an dem Krankenhaus gefallen hat, war dieses Spieleparadies. Die Menschen waren da so lieb. Das waren alte Damen, Rentner, die ehrenamtlich da gearbeitet haben. Die waren so lieb und nett und naja. Ja, dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt. Und die meinten dann, okay, die Chefärztin kommt jetzt und gibt ihnen einen Brief mit für den Kinderarzt. Und sie müssen halt Ibuprofen kaufen für die Schmerzen und alle 6 Stunden Lina geben. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann sind wir auch, ohne Tschüss zu sagen, haben wir unsere Sachen gepackt und sind gegangen. Ehrlich gesagt hatte ich keine Lust mehr, irgendjemanden von dort zu sehen. Ganz anders war das im Krankenhaus, wo ich Lina auf die Welt gebracht habe. Da haben wir den ganzen Hebammen Sachen geschenkt, also so Süßes und Blumen.
das ist halt so ein Unterschied, ne? Wir haben uns wirklich nicht angekommen gefühlt und die haben uns nur die ganze Zeit dumm angemacht. Und die Nachbarin neben uns, das Kind hat auch geweint und die wurde voll lieb behandelt. Vor allem die Krankenschwester, die mittags gekommen ist bis 21 Uhr, die war richtig fies. Ich habe halt nach Pampers gefragt. Ich habe natürlich nur für einen Tag Pampers mitgebracht, weil wir nur einen Tag da bleiben sollten eigentlich. Und sie hat uns wirklich 3 Stunden warten lassen, obwohl ich ihr 2-mal Bescheid gegeben habe. Ja, das war es dann auch. Also dann sind wir zu Hause gewesen. Nina hat ist 3-mal aufgewacht, hatte Schmerzen. Gestern hatte sie keine Schmerzen, sie hat durchgeschlafen. Und ja, heute mal schauen. Also sieht gut aus. Wir waren heute Morgen im Krankenhaus, da haben die Linas Handschuhe aufgeschnitten. Die hat so ein Bio, keine Ahnung was, Handschuh bekommen. Und das haben die ein bisschen aufgeschnitten. Sah auch viel besser aus, die Wunde. Klar sieht das noch schlimm aus, aber viel besser als am ersten Tag, wo die das aufgeschnitten haben. Und die haben halt auf die weiße Stelle nochmal so eine Creme drauf gemacht. Montag müssen wir jetzt wieder dahin um 8.30 Uhr. Und ja. Ich habe gefragt, wie lange das dauert, bis das abheilt. Die meinte 2 bis 3 Wochen. Dann habe ich natürlich gefragt, können wir mit ihr in den Urlaub? Sonst muss ich das ja stornieren. Und sie meinte, nee, sie können halt in den Urlaub fliegen. Bis dahin ist es weg. Ist ja im Juni schon. Ja, ich wollte euch mal so auf dem Laufenden halten. Und hier geht es auf jeden Fall viel, viel besser. Und das ist das Wichtigste für mich. Aber immer wenn ich an diese Narkose denke oder wie Lina ihre Hand verbrannt hat und mich in dem Moment angeguckt hat von unten, die Bilder werden, glaube ich, nie aus meinem Kopf gehen. Naja, ihr Lieben, ich glaube, das Video wird unheimlich lange, weil ich so viel geredet habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke für die ganzen neuen Zuschauer, die jetzt auch auf unserem Kanal gelandet sind. Ich freue mich auf euch und hoffe für jeden, dass euch das niemals passiert. Das ist wirklich das Schlimmste. Also, ich wünschte, ich hätte meine Hand verbrannt, aber nicht Lina. Das wünscht sich, glaube ich, jede Mama. Das ist wirklich so schlimm, dass du nichts dagegen tun kannst, wenn sie Schmerzen hat. Also, man leidet 10-mal so mit wie das Kind und du kannst einfach nichts tun. Naja, hoffen wir mal, dass es das erste und letzte Mal war. Ich sage immer, das war Glück im Unglück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Wie gesagt, Öl, dass sie an den Öl gekommen ist und das über ihr Kopf geschüttet hat oder heißes Wasser. Es gibt so viel Schlimmeres, aber das ist auch schon schlimm genug. Naja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.